So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Mal wieder ein Game-Mode-Video und diesmal kein Minigame. Wirklich kein Minigame. Ich zeige euch heute Relikte aus einer längst vergangenen Zeit. Ein paar Leute von euch könnte sein, dass ihr da noch nicht geboren wart. Gefühlt zumindest. Ich rede von 1997 bis 1999. Und zwar rede ich über EDH, bevor es EDH war und bevor es Commander wurde. Und zwar rede ich heute über Vanguard. Vanguard sind sehr, sehr große Karten. Für die Leute, die die alten Commander-Decks noch kennen, also alten Anführungsstrichen, die diese großen Karten drin hatten, das ist ungefähr die Größe von der großen Karte. Allerdings ist das hier massiv. Also, das ist halt, das ist dickes Pappe. Dickes Pappe. Auch sehr gutes Deutsch heute wieder. Ja, egal. Kommen wir zum normalen Format. Aber bevor ich euch weiter Charaktere, Karten und die Sachen und so weiter zeige, gehe ich einmal ganz kurz darüber ein, was Vanguard überhaupt genau ist. Vanguard ist wirklich EDH, bevor es EDH war, bevor es Commander wurde. Und es ist großartig. Ich liebe es. Vanguard ist ein Format, wo jeder Spieler am Anfang des Spiels, genau wie beim Commander, sich einen Vanguard aussucht. Und diesen Vanguard dann eben für sein Deck benutzt. Ähnlich wie ein Commander eben. Oder eben einen Elder Dragon Highlander für die Midrange Age Guys. Keine Ahnung. Dabei ist es so, dass wir natürlich den Gegner davon aufmerksam machen müssen, dass wir bitte Vanguard spielen und dass beide Spieler bitte Vanguard spielen. Und ganz am Anfang war es auch so, dass man einfach sagen konnte, hey, ich habe einfach Vanguard und du nicht, dann nicht, dann ist es dein Pech. Wir spielen ja dasselbe Format. Man konnte diese Vanguard-Karten zu jedem Format adden. Egal ob Standard, Modern, Legacy, Vintage, scheißegal, ihr konntet überall einfach sagen, okay, ich spiele mit einem Vanguard. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spiele mit einem Vanguard. Dafür sind die gebalanced gewesen damals. Gut, Modern gab es damals noch nicht. Legacy glaube ich auch noch nicht. Ihr wisst aber, was ich meine. Jedes Format konntet ihr damit spielen. Ihr musstet euch eben nur auf ein Format einigen. Und damals war es halt nicht so, dass man gesagt hat, hey, ich spiele Vintage. Und die Leute gesagt haben, oh krass, hier Black Lotus, oh krass, Turnierspieler, oh mein Gott, du musst Millionen von Geld haben. Nein, man hat immer gesagt, ich spiele Vintage, ich spiele alle Karten. Oder man hat gesagt, ja okay, ich möchte nicht mit der Power spielen, weil mir das zu doof ist, die ganze Zeit Black Lotus und so weiter um die Ohren zu bekommen. Ich spiele halt Legacy. Und man hat dann Legacy Casual gespielt und nicht Turnierformat, wie man das heute kennt. Und deswegen war das damals auch vollkommen okay. Kommen wir zu den Vanguard-Karten. Ich nehme wieder unsere Arschnot. Vanguard-Karten liegen auf dem Feld. Sie werden aufgedeckt, sind zu jeder Zeit sichtbar für jeden Spieler, also ähnlich wie ein Commander. Nur, dass die eben nicht vom Spielfeld removed werden können. Sie können nicht getargetet werden oder irgendwie anders von irgendeinem Effekt affected werden. Also wirklich, das Ding ist super, super untouchable für jeden Spieler. Keine Chance, damit irgendwie zu interagieren. Normalerweise gilt die Vanguard-Karte dann nur für ein eigenes Feld. Es gibt, glaube ich, eine Karte, die auf das Gegnerfeld realisiert, aber normalerweise nur euer eigenes Feld. Und ja, dann geht es eben darum, dass ihr das Spiel mit dieser Vanguard-Karte startet. Magic Online-Spieler dürften das von Momir kennen. Momir ist eine Art von Vanguard. Die Vanguard-Karten gab es auch auf Magic Online. Die konnte man einfach in sein Deck adden. Das wurde dann zum Avatar und man hat dieses Perfect-Teil-Sachen bekommen und eben diesen Effekt. Das haben sie irgendwann discontinued und man kann jetzt nur noch die Artworks haben und eben Momir hin und wieder mal. Momir ist theoretisch auch ein Vanguard, aber er ist viel zu neu. Er kommt ja aus dem ersten Ravnica und also so 2000, keine Ahnung, 6? 5, 4, 3. Es ist auf jeden Fall nicht alt genug, als dass man Seabed mithalten könnte. Hier sind wirklich sehr alte, sehr wirklich ikonische Charaktere drin, die ihr vielleicht auch jetzt allesamt demnächst wiedersehen werdet, wenn wir Richtung Brothers War gehen. Dementsprechend, ja, sehr, sehr cool. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ich kann euch heute alle Mumiekarten bis auf eine in Paper zeigen. Eine einzige muss ich leider sagen, das ist mir zu teuer. Eine, und zwar die Titania, kostet irgendwie 100 Euro und ich weiß nicht warum. Und sie ist bockteuer und es stört mich unendlich, dass ich sie nicht habe. Aber 100 Euro für so eine Vanguard-Karte ist. Ich bin schon teilweise hochgegangen mit 40, 50 Euro teilweise für so Vanguard-Karten. Weil sie sind alt und sie sind selten. Und es gibt sie halt in verschiedenen Sets. Ältere Sets sind halt sehr, sehr selten. Es gibt zum Beispiel das Set 2, glaube ich. Das ist ziemlich häufig. Das kriegt ihr irgendwie für 40 Euro oder so oder 60 Euro. Da sind dann ein paar von den Vanguard-Karten drin. Die einzelnen Sets könnt ihr unten gleich sehen. Die haben hier auch ein bisschen Color-Coding und könnt ihr auch hier unten erkennen anhand des Datums, was hier unten eingeprägt ist. Ja, Titania kann ich euch nicht zeigen. Ich werde sie an passender Stelle einblenden. Tut mir leid. Wenn jemand sie günstig abzugeben hat oder sie mir schenken möchte, schreibt mich gerne mal an. Man kann ja wohl noch träumen. Egal, gucken wir uns Vanguard an. Wir haben verschiedene Karten und für die verschiedenen Karten würde ich jetzt
einmal auf diese Karten drauf suchen. So, angefangen haben wir mit Ashnod schon. Sie ist ein Charakter, sie eben sagt eben, immer wenn eine Kreatur euch Schaden zufügt, wird sie zerstört. Und jetzt kommt der Krux an der Sache. Euer Starting Life verändert sich je nach Vanguard. Ashnod gibt minus 8 Lebenspunkte. Viele von euch werden jetzt natürlich denken, ah, minus 8 Lebenspunkte, habe ich immer noch 32. Wer braucht schon Lebenspunkte? Vergesst nicht, als diese Commander-Sachen hier rauskamen, Entschuldigung, Vanguard-Sachen, hat man noch mit 20 Lebenspunkten gespielt. Und das tut man in den meisten Constructed-Formaten ja immer noch, bis auf eben Commander. Und wenn man jetzt statt 20 auf einmal mit 8 Lebenspunkten startet, Heidewitzka, das ist hart. Das ist wirklich, wirklich hart. Deswegen ist der Effekt auch ziemlich gut. Und man hat hier links auf der Seite noch stehen Starting bzw. Maximal Hand Size plus 1. Das heißt, ihr startet mit 8 Karten auf der Hand. Und wenn ihr abwerfen müsst, müsst ihr erst ab 8 abwerfen statt ab 7. Hier gibt es dann noch eine wunderschöne Erklärung. Von wegen Ashnod hat Mishra mit Liebe gedient, während er die Falayai Weapons developed hat. Ah. Before the Brothers War. Da, Brothers War. Ich freue mich auf Ende des Jahres. Und ja, Ashnod ist eben ein Charakter aus dieser Zeit. Die sind alle, glaube ich, Charaktere aus der Zeit. Dementsprechend sehr, sehr cool. Und eben hier könnt ihr mal auch schauen. Ihr habt hier das grüne Symbol. Das bedeutet, das ist aus dem 99er Set, was das letzte Set war. Dann kommen wir zum nächsten. Da haben wir dann das 97er Set. Sieht man dann hier unten an dem silbernen. Ich nehme die einfach raus. Und damit ein bisschen selteneres Set tatsächlich. Baron. Baron ist ein Charakter, der euch 6 Startleben gibt. Das heißt, ihr startet mit 26 Lebenspunkten, was Wahnsinn ist. Ihr habt einen Handsize von plus minus 0, was nett ist. Und ihr könnt ein permanentes opfern, um eine Kreatur auf die Hand des Besitzers zurückzugeben. Und das könnt ihr wie ein Instant spielen. Wahnsinnig stark. Ihr könnt erstens könnt ihr in einem Opferdeck spielen, wo ihr einfach dauerhaft ein Sackoutlet habt. Das Wahnsinn. Und ihr könnt gegnerische Kreaturen zurück auf die Hand bouncen, die euch nerven und dafür auch Länder, so für den Final Attack oder so machen. Sehr, sehr coole Karte. Nicht ganz so stark meiner Meinung nach wie Ashnod, aber sehr, sehr cool. Wer jetzt, finde ich, aufpasst, sieht, ich habe die nach Alphabet geordnet. Dann haben wir Krovax. Krovax, plus minus 0 Lebenspunkte aus der 97er Reihe. Aber euer Starting Hand und eure Max Hand Size sind um plus 2. Das heißt, ihr startet mit 9 Handkarten. Das ist stark. Und er sagt, immer wenn eine von euren Kreaturen einem Spieler oder einer Kreatur Kampfschaden zufügt, kriegt ihr ein Leben. Das ist halt ganz nett, gerade in der Weenie-Aggro-Strache. Oder, was ich damit schon gespielt habe, ist tatsächlich, und das ist ziemlich broken, ist tatsächlich eine Life-Gain-Strategie, alias Soul Sisters oder ähnliches, diese ganzen Mono-White-Life-Gain-Decks. Super cool mit Krovax, was einfach sehr ironisch ist, dass Krovax... Ja, lassen wir das. Dann haben wir Eladamri. Eladamri, ein Elf. Hier in dem Fall aus dem 98er Set. Das sieht man dann an dem roten Pin. Wir haben grün bzw. blau und silber und eben der rote Punkt. Auch mal ganz kurz, Ron Spencer, Christoph Rush, Ron Spencer, Mark Zack. Also das sind krasse Künstler, die sie damals hatten. Und wo man heute sagt, wow, krass, die Künstler, die sind malen immer noch, ja klar, die malen halt von 1998 aufwärts. Dann haben wir Eladamri. Eladamri gibt euch Starting Life plus 15. Das ist Wahnsinn. Das ist fast Commander Life. Aber eure Starting Hand wird um 1 reduziert. Und man kann jeden Schaden, der an Kreaturen, die ihr kontrolliert, zugefügt wird, auf euch selber reflekten. Das heißt, ihr könnt euch schützend vor eurer Kreaturen schwerten und kann sagen, okay, du fügst 3 Schaden meiner Kreatur zu, dann nehme ich 1 Damage davon und meine Kreatur überlebt. Es ist so stark. Ich habe sehr, sehr oft gegen Eladamri schon verloren. Ertai. Ertai ist einer von der Weatherlight. Und ja, man kann immer ganz schön After Serving the Apprentice under Baron, also er ist der Lehrling von Baron, der eben mit der Weatherlight was zu tun hat. Der ist Hannahs Vater, meine ich. Und Eladamri ist halt so Proud, Shroud, Charismatic. Es ist, die Charaktere werden wunderbar beschrieben, anders als heutzutage. Hier haben wir jetzt mal einen blauen Punkt. Wie gesagt, wir haben hier einmal für die 97er Serie. Na, wo habe ich sie? Ja. Einmal einen blauen und einen grauen Punkt. Das lag daran, was es einfach 2 Sets gab. So. Ertai gibt euch 4 Starting-Lebenspunkte und eure Handsize um 1 reduziert und Kreaturen können nicht von gegnerischen Spells oder Abilities getargetet werden. Das ist halt damals krass gewesen, weil wir hatten zu der Zeit meistens eher so can't be targeted von Spells Ability, also Shroud. Und naja, jetzt hat ja alles Hexproof. Das heißt, ihr könnt eure Sachen tragen. Und das ist ja Hexproof im Endeffekt. Deswegen sehr, sehr cool. Dann haben wir Gerard. Gerard, natürlich einer der Helden
Ja, der Heldin von Dominaria. Gerard gibt euch plus 0, minus 0 Leben, minus 4 Handsize, aber während eurem Draw-Step zieht er eine zusätzliche Karte. Das heißt, ihr startet zwar nur mit 3 Handkarten, aber ihr zieht jede Runde 2 und könnt dann damit halt echt, echt hart rausrotten. Und wenn ihr den zum Beispiel in roten Goblin-Deck spielt, tut das weh. Hab ich schon gemacht, tut weh. Gix ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil Gix war damals auch tatsächlich der Name von Seth Rollins, einem aktuellen WWE-Wrestler, der von seinem Bruder gesagt bekommen hat, es gibt einen coolen Magic-Charakter, der heißt Gix, und dementsprechend war der erste Name von Seth Rollins, den er jemals als Ringnamen getragen hatte, Gix. Fun Fact, mal so für euch gratis beiseite, für die Leute, die Wrestling gucken, ist aber vielleicht interessant. Wir haben Gix. Gix ist ein 13 Starting Life, was schon wahnsinnig viel ist, wie gesagt. Also ihr verdoppelt eure Leben normalerweise. Und ihr wisst ja, Unterschied zwischen 20 und 40 Siemens, alles über 40 interessiert nicht. Dann gebt eure Handsize minus 2. Und für 3 Mana könnt ihr eine Karte aus dem Friedhof, eine Kreaturenkarte, auf die Hand zurücknehmen. Was relativ mächtig ist in einem richtigen Deck. For an Phyrexian weak, become fodder for the strong. Ah. So schön. So schön. Ich mag es einfach. Dann haben wir Graven Illwek. Manche Charaktere, wie gesagt, dürftet ihr auch so kennen. Hier Mark Tedin. Ich habe es schon wieder vergessen zu erwähnen. Auch der anscheinend sehr bekannt. Nicht anscheinend, der ist sehr bekannt. Graven Illwek sagt halt, immer wenn eine andere Kreatur einer anderen Kreatur Schaden zufügt, also eine eurer Kreatur einer anderen Kreaturen, wird die gedamagte Kreatur direkt zerstört. Was wirklich, wirklich stark ist, weil ihr einfach alles von euch hat Death Touch. Euer Starting-Leben ist plus 2, eure Handsize minus 1. Und ja, for Walruff, der hat für Walruff gearbeitet. Dann haben wir Hanna. Hanna ist meiner Meinung nach der mächtigste Vanguard, also einer der mächtigsten Vanguards. Sie gibt euch 5 Starting-Leben minus, das heißt, ihr startet mit 15, ihr habt eine Handsize mehr und eure Spell kosten 1 Mana weniger, was wirklich, wirklich sehr stark sein kann. Dann haben wir Khan, wer kennt nicht den guten Khan, plus 6 Starting Leben, plus 1 Hand Size und Starting Hand, ich muss es glaube ich nicht mehr erwähnen. Und jede eure Nicht-Kreaturen-Artefakt ist genauso eine Artefakt-Kreatur mit stärkeren Widerstandskraft, gleich der Casting-Cost. Sehr, sehr interessant, weil, naja, ihr könnt damit keine Artefakt-Länder spielen. Aber ansonsten sehr, sehr cooles Teil. Lyna hat alle Kreaturen, die ihr habt, kontrollieren, haben, kriegen Shadow, mega stark. Minus 4 plus 2, also minus 4 Starting Life plus 2 Hand Size. Shadow kann nur von Shadow-Kreaturen geblockt werden und nur Shadow-Kreaturen blocken. Das heißt, ihr spielt praktisch aneinander vorbei, was auch sehr cool ist. Maraxxus, alle eure Kreaturen haben plus 1 plus 0, plus 2 Starting Life und plus 1 Hand Size. Wirklich auch gut, das stimmt. Dann haben wir Miri, die kleine Katze, auch von der Weatherlight. Plus 5 Starting Life, plus minus 0 Hand Size und jedes Basic Land, das ihr tappt, produziert Mana auf beliebiger Farbe. Das ist auch sehr, sehr gut. Dann haben wir einen Mishra. Mishra, einer der Brüder aus dem Brothers War. Jeglicher Schaden, der von euren Kreaturen zugefügt wird, wird verdoppelt. Ihr habt minus 3 Starting Life und plus 0 Hand Size. Super stark. Der gute Mishra. Multani ist ein Baumwesen, minus 2 Starting Life, minus 3 Hand Size und alle Kreaturen haben plus X plus 0, wobei X die Anzahl an Handkarten ist, die ihr habt. Das heißt, ihr könnt bis zu plus 5 plus 0 auf eure Kreaturen bekommen, was wirklich stark ist. Aber dafür müsst ihr auch 5 Handkarten behalten. Dann haben wir das Orakel, hier mit einem wunderschönen Typen mit drin. Ich weiß, mir fällt der Name gar nicht ein. Ist nicht Dark Faden, ist es Gerard? Es müsste Gerard sein. Ja, ist Gerard. So, das Orakel hat plus 9 Leben, plus 1 Starting Hand und man kann angreifende Kreaturen aus dem Combat entfernen und sie enttappen, wenn man möchte. Es ist schon stark. Dann haben wir Orym von Orym's Chant, gemalt von Rebecca Guay. Hammerfrau, das erkennt man direkt, was die malt. Kreaturen können blocken, als ob sie fliegend hätten, also haben sie Reach, plus 12 Starting Life, plus 0 Hand Size, oh, so schön, trained in the Seaman Arts, Orym's serves as a healer aboard the Weatherlight, she is quick, oh, das ist so cool mit den Sachen. Dann haben wir einen Rophelos, auch hier einen 11, plus 4 Starting Life, minus 2 Hand Size, immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, auf den Friedhof gelegt wird, zieht ihr eine Karte. Auch das super stark. Super, super stark. Auch wenn der dieser Ziegenbart, er sieht halt überhaupt nicht aus wie der normale Rofflos als Magic-Karte. Dann haben
Dann haben wir Selenia, ein Engel. Ach, wunderschön. Plus 7 Starting Life, plus 1 Maximal Hand Size. Angreifende Kreaturen werden nicht getappt. Selenia, ja wirklich einer der cooleren Engel und auch ein sehr cooler Commander. Und wenn man jetzt Commander mit Vanguard spielt, kann man die dabei spielen, auch wenn die dabei nichts tut. Dann haben wir einen weiteren Engel. Wir haben Sarah. Alle Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen plus 0, plus 2. Starting Life plus 1, Hand Size plus 1. So krass. Sidar Kondo. 3 Mana kann der aktivieren und alle Kreaturen, nee, eine Kreatur kriegt plus 3 bis meines Zuges. 12 Starting Life minus 1 Hand Size. Hinten dran der Khan. Und ja, Sidar Kondo haben wir mittlerweile als Karte. Sonst war das tatsächlich einer der wenigen Prinzen, in dem man diese Karte überhaupt zu Gesicht bekommen konnte. Dann haben wir Sissel, die gute Captain. Minus 3 Starting Life, minus 2 Hand Size. Und immer wenn ihr ein Land habt, macht es ein Mana beliebiger Farbe zusätzlich. Ah nee, auf das same Typ zusätzlich, so ist es. Die ist auch ziemlich runtergerockt, das liegt auch dran, weil ich die halt wirklich günstig beschossen habe, weil die ist auch sehr, sehr teuer. Genau wie die nächste, wer hätte es gedacht, Sliver Queen ist teuer. Sliver Queen, Broodmother, plus 8 Starting Leben, plus minus 0 Hand Size. Und für 3 Mana kriegt ihr einen Token, und zwar ein 1-1 Sliver Token. Stark, wirklich, wirklich stark ist halt die Sliver Queen. Dann haben wir Squee, minus 4 plus 3, also Starting Life und Hand Size, und euer Gegner spielt mit der Hand offen. Ja, es ist halt, er ist halt der intelligenteste Goblin auf der Weatherlight, weil er der einzige ist. Dann haben wir Starke, egal, minus 2 Leben plus 0 Hand Size. Während der Draw Step könnt ihr eine weitere Karte ziehen, dann können wir eine Karte aus der Hand unter das Deck legen. Es ist auch nicht schlecht, vor allem hat das nicht so einen mega negativen Effekt wie die ganzen anderen, die mehr Draws haben. Der hat auch eine hart geknickte Seite leider. Aber ja, wie gesagt, die Karten sind alt und geliebt und Stark werde ich mir dann wahrscheinlich irgendwann mal neu holen, weil der ist echt hart gedamaged. Dann haben wir einen Tangrad. Tangrad ist der Minotaurier auf der Weatherlight, wenn mich alles täuscht. Und er hat plus 7 Starting Life, minus 1 Hand Size. Und Kreaturen, die ihr habt, haben Eile. Es sind sehr, sehr Basic-Effekte teilweise. Und deshalb super cool. Und ja, dann haben wir Takara. Takara kannte ich tatsächlich vorher einfach nicht. Da musste ich nochmal genau nachgucken. Und sie hatte doch einen relativ okay Part in der Story. Aber ja, seltsam. Takara hat minus 8 Leben, plus 3 Hand Size und wir können eine Kreatur opfern, um einer Kreatur am Spieler einen Schaden zuzufügen. Das kann auch super broken sein. Und ja. Dann haben wir Tavnos. Tavnos hat minus 4 Starting Life, plus 3 Hand Size, was wirklich stark ist. Ihr startet mit 10 Handkarten und müsst nicht runter discarden auf 7. Das ist schon stark. Und ihr könnt Artifact, Creature oder Enchantment Spell spielen, als wäre sie instant. Also das ist wirklich so ein Oh, Kontrollspiel, das täuschter Traum. Hier zwischen kommt dann Titania, die blende ich euch gerade mal ein. Ist sie nicht wunderschön? Ich verstehe nicht, warum sie so teuer geworden ist. Sie ist. Sie hat minus 5 Leben, plus 2 Hand Size und die dürfen beide das Land pro Runde spielen, was auch super, super stark ist. Das ist eine super coole Karte. Ich hätte die so gern. Die war halt damals so für 20 Euro drin. Da war ich so, 20 Euro. Ah nee, ich kümmere mich später drum. Jetzt habe ich nach einem halben Jahr nochmal geguckt. Ist das Ding ultra teuer und ich weiß nicht warum. Kommen wir zurück zu Karten, die ich besitze. Wir haben einen sehr abgerockten. Wirklich abgerockten. Wenn ihr hier mal schaut, also der wurde hier reingebissen gefühlt. Einen abgerockten Ursa. Natürlich auch eher bei der Brothers War. Wichtiger Part. Plus 10 Lebenspunkte, minus 1 Hand Size und für 3 Mana könnt ihr eine Kreatur oder im Spiel einen Schaden schießen. Was im Vergleich zu Mishra meiner Meinung nach lächerlich klingt. Aber gut, es ist halt Brothers War. Man muss sich auf die Seite eines Bruders setzen. Dann haben wir Volrath. Volrath, eine sehr, glaube ich, der Sohn von Geralt oder so. Und ja, ich weiß es nicht mehr genau. Die Story ist super cool. Er hat irgendwas gemacht mit Sidar Kondo. Also, ihr könnt die Story ja, ihr könnt ja anhalten und durchlesen. Er gibt minus 3 Starting Life, plus 2 Hand Size. Und immer wenn eine Kreatur vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, legt die stattdessen oben aufs Deck. Was sehr, sehr stark sein kann, aber auch nerven kann tatsächlich. Und als letztes haben wir Xantcha. Und sie ist eine Phyrexianerin, die als Agent unterwegs ist, das weiß ich noch. Plus 3 Starting Life, plus 1 Hand Size und ihr könnt ein permanentes Opfern, um eine Target Creature zu regeneraten. Ja, mega cool, oder?
Also ich finde es mega, mega cool. Wie gesagt, ich finde es so schade mit der Titania. Da muss ich echt mal schauen, dass ich da noch irgendwie dran komme. Es tut mir auch leid, aber ich wollte das Video jetzt mal raushauen für euch, um euch ein bisschen was zu zeigen von diesem wunderschönen Produkt, was leider halt keiner spielt. Und es ist, glaube ich, auch super schwierig, das im Commander einzubinden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das im Commander einzubinden oder eine Idee habt, könnt ihr mir die gerne mal schreiben. Mich würde es auf jeden Fall interessieren und ich glaube, ein paar von den anderen Commander-Spielern auch. Und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt alle Game Modes, die es gibt, euch gezeigt. Plane Chase, diese PvE-Sachen aus Theros, Arch Enemy und die Minigames und eben jetzt Vanguard. Dementsprechend kommt da jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr so viel. Ich habe das Gefühl, Wizards ist ganz weit weg von diesen kleinen Game Modes und ja, dementsprechend glaube ich nicht, dass da noch was kommt. Auf der anderen Seite, wir haben auch Brawl bekommen und Commander. Theoretisch sind das auch Game Modes. Dementsprechend hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne das Video liken, anderen Leuten zeigen, weil, ja, das war nicht einfach, das zusammenzusammeln, tatsächlich, und auch nicht günstig. Und, ja, die Titania muss ja auch irgendwann bezahlt werden. Deshalb, liken, teilen. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.